Hallo Konfuzeier, heute geht's mal in mein zweites großes Thema für diesen Kanal, nämlich in die Kunst. Ja, wir starten heute mit den Basics. Das ist das dritte Video, was auch über Twitch veröffentlicht worden ist. Und ja, auch hier ist natürlich mein geändertes Setup zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns die einzelnen Formen und meine eigenen Grundregeln an, die ich mir so zurechtgelegt habe. Viel Spaß nach dem Intro. Also, heute der erste Stream und das erste Video dazu natürlich dann auch, was die Kunst angeht. Ich habe euch ja schon gezeigt, was habe ich als Kunstmaterial auf meinem, also was besitze ich. Und das ist ein Video, was auf YouTube steht. Also, wenn ihr jetzt hier im Stream zuguckt, werdet ihr da nicht verstehen vielleicht, was ich meine. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ihr da noch mal auf YouTube guckt, gleicher Kanalname Konfuzei, und ja, euch da das Video anguckt, da seht ihr alles, was ich an Kunstmaterial habe. Und heute brauchen wir davon aber nicht viel. Ich habe mir insgesamt 4 Sachen zusammengesucht, nämlich einmal Papier und dann 3 Stifte. Ja, das, wenn man den Hintergrund ausblendet, dann sieht das natürlich im Vordergrund etwas blöd aus. Und zwar habe ich einmal meinen Radiergummistift. Der ist heute etwas passender. Und dann meine beiden Bleistifte, Druckbleistifte, keine normalen Bleistifte. Ihr könnt natürlich auch normale Bleistifte verwenden, die habe ich auch. Gucke ich im Schrank mal hier unten, genau. Da habe ich auch meine normalen Bleistifte. Ist natürlich eine gute Idee, hätte ich selber dran denken können. Packe ich mir die normalen Bleistifte noch hier hin. So. Gut, ich will euch als erstes erklären, was ist in der Kunst am wichtigsten. Viele würden jetzt sagen, Talent, du musst es können. Du solltest viel Talent haben, weil wenn du kein Talent hast, kannst du das Zeichen auch gleich sein lassen. Denen sage ich aber, nee, falsch. Ihr braucht kein Talent. Talent kann helfen. Talent kann euch auch ein bisschen was ersparen, aber... Um zu zeichnen, braucht ihr kein Talent. Um zu zeichnen, müsst ihr einzig und allein üben, üben, üben. Gut, ich bin jetzt nicht unbedingt das perfekteste Beispiel. Momentan bin ich so, aufgrund dessen, dass ich hier mir viel über YouTube, Twitch und so weiter aufbaue, aus meinem Trott heraus zu jede Woche mindestens einmal zu zeichnen, ist eigentlich zu viel, weil ich sollte mal jeden Tag zeichnen. Aber wir haben ja im nächsten Monat den Oktober. Der ist bekannt unter den Künstlern als Inktober. Und da werden wir dann jeden Tag was zeichnen. Das werde ich vielleicht auch aufnehmen, damit ihr das ja entsprechend seht. So. Wichtig ist also, dass ihr euch Zeit nehmt zu üben. Ihr braucht nicht viel Zeit am Tag. Nehmt euch 10 Minuten. Macht 10 Minuten was Künstlerisches. Zeichnet was, malt ein paar Striche auf dem Blatt Papier. Das reicht schon. Weil das ist das Wichtigste. Üben, üben, üben. Talent, ja, aber üben ist wichtig. Und vor allen Dingen kauft euch das Material und besorgt euch das Material, mit dem ihr arbeiten wollt. Es bringt nichts, wenn ihr eine unheimliche Menge an Stiften, Farbtuben, Pinseln, Leinwänden und sonst etwas habt, wenn ihr dann am Ende nur mit dem Bleistift malt. Das bringt nichts. Dann habt ihr das Geld umsonst ausgegeben, hättet vielleicht viel mehr Geld in perfekten, super Bleistift stecken können, als in die ganzen anderen Farben. Ich bin momentan zum Beispiel so, dass ich mir Gedanken darüber mache, ob ich vielleicht ein bisschen Aquarell anfange oder ein bisschen Acryl. Da bin ich am Überlegen, weil da habe ich so ein bisschen was im Auge aus dem Kunstgeschäft, was ich kenne. Aber momentan zeichne ich hauptsächlich mit Buntstiften und mit dem Bleistift. So. Also, das Material ist natürlich auch wichtig. Wenn ihr schlechtes Material habt, könnt ihr nicht erwarten, dass ihr ein gutes Ergebnis erzielt. Deswegen, also, üben, gutes Material.
Und vor allen Dingen, nehmt euch Zeit. Ihr braucht kein Bild in einer Minute oder in 2 Minuten oder in einer Stunde zu malen. Lasst euch Zeit, nehmt euch für das Bild, was ihr vorhabt, die Zeit. Es kann auch mal eine Stunde dauern, euch zu überlegen, was möchte ich überhaupt gerade zeichnen. Und dann, wenn das Bild 2 Tage braucht oder 3 Tage braucht, dann braucht das Bild eben 2 oder 3 Tage. Nehmt euch die Zeit und vor allen Dingen nehmt euch die Zeit dann, wenn ihr es wollt. Gezwungen etwas zu machen ist falsch. Wer gezwungen zeichnet, wird niemals eine gute Zeichnung hinbekommen. Das ist absolut wichtig. Also die 3 Sachen, die wichtig sind, sind üben, das richtige Zeichenmaterial und die Muße, die ihr braucht. Genau. So, und jedes Bild, jedes Objekt könnt ihr zerlegen. Und wenn ihr anfangt zu zeichnen, guckt euch die Sachen an. Guckt nicht die Person, die ihr da seht, oder den Blumenstrauß, den ihr seht, sondern überlegt euch, welche Formen sind in diesem Objekt, was ich da sehe. Und es gibt 3 Objekte, die in der Kunst immer wieder Anwendung finden. Und die wollen wir jetzt gleich mal durchgehen. Also, ich habe hier ein Blatt Papier, habe hier einen Stift. Und ja, genau. So, das Grundlesigste, was es in der Natur gibt, obwohl es eigentlich falsch ist, weil es gibt keine geraden Linien in der Natur. Es gibt nichts Gerades. Geht mal in die Natur raus und guckt euch an und ihr werdet feststellen, es gibt nichts Gerades. Alles, was in der Natur ist, ist irgendwie schief, schepp, ja, ungleichmäßig. Trotzdem, in der Kunst gibt es den Strich oder das Kreuz. Ja, und das solltet ihr als erstes lernen. Ihr solltet lernen, gerade Striche zu ziehen, und zwar aus dem Handgelenk heraus. Klar kann man hingehen und kann sagen, ich bin doch nicht blöd, wieso soll ich einen geraden Strich ziehen? Nehme ich ein Lineal, schwupp, gerader Strich. Klar, aber nicht immer habt ihr ein Lineal dabei. Wenn ihr es doch dabei habt, ich garantiere euch, wenn ihr immer mit dem Lineal arbeitet, werdet ihr irgendwann feststellen, nee, das bin ich nicht, das ist nicht meine Kunst. Auch wenn ihr mal einen geraden Strich zieht und er ist ein bisschen schief, dann ist er eben schief. Aber dann hat man was anderes, dann hat man einen Bleistift. Nein, falsch, einen Radiergummi. Macht mal weg. Upp, und schon ist der Strich gerade. So einfach ist das. Genau. Das ist die eine Mücke, eine Art. Also Striche. Gerade Formen. Seid euch auch übrigens nicht zu schade, mit Hilfslinien zu arbeiten. Wenn ihr ein Gesicht malt, ich mache jetzt einfach mal was. Also ihr malt ein Gesicht, einen Kreis, ein bisschen unförmig, klar. Und ihr wollt die Augen malen und die Nase. Dann macht euch Hilfslinien. Die Augen, die Nase. So. Klar sieht das blöd aus und klar werden viele sagen, das ist ja wie ein Kind, wie ein Anfänger. Falsch. Selbst die großen Mangakas in Japan oder die Comiczeichner in Amerika oder wo sie sonst auf der Welt sind, alle, wirklich alle, arbeiten mit Hilfslinien. Das sind Hilfen. Und wer sich nicht helfen lässt, ist gelinde gesagt dumm. Also, benutzt Hilfslinien. So, jetzt habe ich auch schon die 2. Form gesehen. Wir packen jetzt mal das Blatt beiseite. So, die 2. Form, die es in der Natur gibt, ist der Kreis. Und noch ein Kreis. Und noch ein Kreis. Und noch ein Kreis. Und noch ein Kreis. Übt Kreise. Klar kann ich mir... Ich bin jetzt mal ganz einfach. Ich nehme jetzt mal hier den Deckel. Kann sagen. Ha, hab auch mal einen Kreis. Ha, ha, ha. Ja, ist aber das gleiche wie mit dem Lineal und der Linie.
Nein, lernt Kreise. Und wenn sie nicht rund sind, dann macht es ganz einfach. So lange. So. Und da drinne ist ein perfekter Kreis. Ihr müsst ihn nur finden und dann entsprechend nachzeichnen. So. Wenn ihr nachher nicht unbedingt mit Bleistift das Ganze am Ende wirklich so lassen wollt, habt ihr den Vorteil, dass wenn ihr mit Ink, also mit Tusche oder mit Faserstift drumherum malt, ihr die Möglichkeit habt, das drumherum wieder wegzuradieren. Solltet ihr das nicht machen und solltet mit einem Bleistift reinarbeiten wollen, gebe ich euch einen Tipp. Holt euch ein Lightpad, macht eine Vorskizze, wenn die Skizze euch so gefällt, malt die Sachen, die ihr behalten wollt, nach, legt die Zeichnung auf das Lightpad, macht das Lightpad an, neue Seite drüber und zeichnet das Perfekte ab. Das ist kein Schummeln. Ich habe viele, viele Zeichnungen schon, die ich genau in diesem Punkt verwende. Ich habe einen Pilz gemalt, ich habe eine Katze gemalt, die ich immer wieder mit dem Lightpad kopiere, um sie anders aufzubauen, aus einem ganz einfachen Grund. So habe ich das Original immer vorrätig und kann es wieder benutzen und kann die Zeichnung weiter verändern und bearbeiten. Also wie gesagt, das ist eine weitere Form. Wenn ihr euch mal Dinge anguckt, Gesichter, die Sonne, Bälle, ist alles rund. Also kann man durchaus Bilder in Kugeln zerlegen. Aber nicht alles auf einem Bild kann eine Kugel sein. Gehen wir weg. Das dritte, was es gibt, nein, das zweite, Grunddings ist immer die Linie, aber das zweite, was es gibt, sind Dreiecke. Kann es natürlich auch ganz einfach machen. Zack, zack. So, Dreiecke. In verschiedensten Formen. Genau. Dreiecke werden zum Beispiel in der Computergrafik benutzt. Jedes Spiel, was ihr zu Hause habt, ist zu 90% durch Dreiecke entstanden. Jedes einzelne Bild. Und selbst wenn ihr dort ein Gesicht seht, ist das durchaus ein Dreieck. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In das Dreieck kann man auch einen Kreis reinmalen. Wenn ich jetzt das hier mit einer anderen Farbe versehe als das hier, sehe ich den Kreis, aber nicht das Dreieck. Und viele Dinge, die man in Bildern sieht, kann man in Dreiecke zerlegen. Zum Beispiel Blätter, weil wir es ja vorhin mit den ja, Kistenkader erstmal. Hallo, natürlich, schön, dass du da bist und mir zuschaust, das freut mich. Da du geschrieben hast, kann ich dich auch begrüßen. Und ja, du hast recht, das sind ja jetzt nur Beispiele. Ich würde natürlich, wenn ich mal zeichne, gebe ich mir mehr Zeit. Aber es ist ja auch nur als Ansicht gedacht, damit ihr seht, wie funktioniert das? Was will ich euch erklären? Und auch wenn das jetzt hier unten, ich nehme an, du meinst das hier, aussieht wie eine Flasche, ist klar, okay, gut, stimme ich dir zu. Aber jetzt mal gesagt, weil du gesagt hast, eine Flasche, pass mal auf, Flasche. So. Und wenn man jetzt genau hingeht und sagt, das ist eine Flasche, dann habe ich hier ein Dreieck und hier ein Dreieck. Und schon habe ich eine Flasche. Zwei Dreiecke, eine Flasche, schon habe ich ein anderes Objekt. Siehst du, so einfach ist das. Und genau das ist das, was ich euch hier versuche zu erklären. Formen. Alles hat Formen. So, und die dritte Form, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben den Kreis, wir haben das Dreieck. Und natürlich gibt es noch die Form des Quadrats. Das Vierecks. Große, kleine, riesige. Genau, das ist die dritte Form. Kreise, Dreiecke, Quadrate.
Aus diesen Formen ist jedes Bild aufgebaut. Mehr oder weniger. Nehmt euch mal ein Foto zum Beispiel. Das werden wir beim nächsten Mal mal machen. Da werden wir das mal mit dem Bild ausklamüsern. Wenn ihr ein Foto nehmt und euch das... Nehmt nicht das Original. Wenn ihr Möglichkeit habt, kopiert es. Oder geht in den Copyshop und kopiert es euch. Ist eine Aufgabe fürs nächste Mal zum Mitmachen. Weil der Stream ist auch zum Mitmachen gedacht. Ja, genau. Und dann nehmen wir das Bild und nehmen es mal auseinander. Gucken uns an, was für Formen sind da drauf und wie könnte ich diese Formen nehmen, um sie zu übertragen auf ein anderes, also auf diese Formen, die ich euch heute gezeigt habe. Gut. Genau. So. Wir haben jetzt die Formen gemacht. Wir haben auch aufgezählt, was wichtig ist bei der Kunst. Gut, ja. Was ist noch wichtig beim Zeichnen? Wir hatten es ja gesagt, also üben ist wichtig, das Zeichenmaterial ist wichtig und die Lust, die Muße, die Zeit, die ihr da rein investiert. Das ist wichtig. Ich habe jetzt hier übrigens mit dem Druckbleistift gearbeitet, aber ich hatte ja auch gesagt, man muss nicht immer Druckbleistift nehmen, man kann auch normale Bleistifte nehmen. Ich habe jetzt mal einen normalen Bleistift. Damit geht das natürlich genauso, was ich euch gezeigt habe. Also ich kann damit auch einen Kreis malen. Ich kann damit ein Dreieck malen. Und ich kann damit ein Viereck malen. So. Und wenn ich jetzt mal ganz einfach hingehe und sage, passt mal auf. Also, wir haben eine Vase. Das ist ein Dreieck nochmal. Wenn ich das jetzt hier oben verlängere, habe ich auch ein Dreieck. So, machen wir aber hier mal zu. So, dann haben wir den Stiel. Hier machen wir ein bisschen Wasser rein. So. So. Dann machen wir hier noch ein paar Dreiecke dran. Da. Achso, wenn ihr euch übrigens über die Musik im Hintergrund, das ist auch wieder Panda Beats. Und zwar ist das diesmal Panda Beats, Streamer, noch irgendwas. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf. Wenn ihr auf YouTube das Video verfolgt, habt ihr dann unten drin stehen, was das für Musik war. So, und dann machen wir hier oben ein paar Kreise. Da haben wir da, da. Hier. So einfach ist das. Und schon haben wir aus ein paar Kreisen, ein Dreieck und ein paar Strichen eine Blumenvase gemacht. So einfach ist das. Nur ein bisschen überlegen. Im Übrigen, falls ihr euch fragt, warum die Striche mit diesem Stift jetzt etwas besser sind als die gerade eben, das ist ein 8B-Stift. Der ist dermaßen weich, dass da sehr viel Abrieb von dem Graphit, ich sollte auch richtig das Stift einfach vom Graphit hier oben auf das Papier kommt und dadurch wird es dunkler. Ich kann das Ganze natürlich auch noch anders nehmen. Ich nehme einen ganz weichen Bleistift. Ich nehme jetzt zum Beispiel den weichesten, weil den weichen ganz weichen links, das ist der 4H. Wenn ich damit male, seht ihr, da werden die Striche wieder etwas feiner. Deswegen nimmt man harte Bleistifte, um vorzuzeichnen, um zu skizzieren und weiche Stifte, um es sichtbar zu machen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache hier meinen Kreis, so, jetzt nehme ich den harten Stift, so, ich möchte den hier, auch wenn das jetzt kein richtiger links ist hier, den möchte ich haben. So. Ich weiß, hier oben ist jetzt ein Haken dran. Das sieht aus wie ein Haar, was wegrutscht. Aber das bleibe ich jetzt mal so. Fantasie ist auch wichtig in der Kunst. Deswegen. So, gut.
So, das war's mit dem ersten Zeichenvideo. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, unten in die Kommentare, würde mich natürlich auch freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Abo und Glocke aktivieren, tut nicht weh und hilft. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Zeichen- oder Fotovideo wieder. Vielleicht auch bei den Reacts, könnt ihr ja mal gucken, sind ja noch hier auf dem Kanal verlinkt. Ich sage euch, bleibt kreativ und tschüss!